Willkommen in der Camera Obscura, der dunklen Kammer. Fällt in einen dunklen Raum Licht durch ein kleines Loch, dann passiert ein kleines Wunder. Auf der gegenüberliegenden Seite sieht man ein Abbild von dem, was sich draußen vor dem Loch befindet. Nur, dass es auf dem Kopf steht und links und rechts vertauscht sind. Das kannten auch schon die alten Griechen. Alle Menschen und alle Gegenstände geben das Licht, das sie von der Sonne bekommen, wieder ab. Einige dieser Lichtstrahlen fallen durch das Loch und ergeben so das Bild auf der Rückseite der Kammer. Die Camera Obscura war zum Beispiel für Maler interessant. Mit ihrer Hilfe konnten sie die Wirklichkeit ganz genau nachzeichnen. Mit der Camera Obscura zu fotografieren, daran dachte damals noch niemand. Bis zum ersten Foto war es noch ein sehr weiter Weg.